Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Build It. Ja, meine Lieben, ihr seht, wir sind wieder am Start, sind noch beim Herrn Wein. Und ja, Herr Wein, hat das soweit geklappt? Alles soweit gut. Ich drücke jetzt gerade mal den Knopf auf fürs Überweisen. Es müsste bei mir auf dem Konto ein bisschen was klingeln. Oh ja, oh Denn ja. Ich muss mal im Kurzschlag vergewissern, ob auch alles so stimmt. Warte, ich guck mal. Müssten 11.200 sein, wenn ich richtig informiert bin. 11.200, warte. Genau. Weil dann ist ja die Differenz von 7.500 zum GPS anstatt 15 plus die beiden Düngesäcke, die es aufs Haus gibt, ihre erste Düngung dann abgegolten. Mega. Dann sind wir wieder klar. Vielen, vielen Dank, Herr Wein. Ich danke Ihnen. Dafür, immer gerne. Sehr, sehr gern. Gut, Herr Wein, dann, wenn es soweit ist, einen schönen Feierabend, ne? Das ist ja nett, das wünsche ich mir auch. Machen wir nicht zu lange heute. Ja, nee, ich gebe mir Mühe. Jo, tschüss. Ciao. Ja, super, das lief ja, Mensch, gut. Da haben wir jetzt wenigstens gleich GPS drin. Ne? Ja, wenn es im Angebot sowieso ist, ne, ich hatte sowieso drüber nachgedacht. Wir hatten ja die Info bekommen, dass hier 50% drauf sind. Ne? Und von daher passt das ganz gut. So, bloß mal ein bisschen rumdrehen. Genau, hier voran. Ich dachte, da stand andersrum. Gut, das Geile ist natürlich auch, dass es die zwei Dünge. Big Packs gleich mitgab. Das fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ne? Hab ich mich schon ein bisschen gefreut. So, was ist denn da los? Jetzt mach doch, häng doch an, Junge. Jetzt. Wunderbar, da können wir das Ganze natürlich gleich mal füllen. Okay, kriegt man den auch gleich mit rein. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Dann werden wir jetzt natürlich erstmal über das Feld ömmeln und gucken, dass wir düngen können. Und das Schöne ist halt auch, wartet, wir müssen gucken, dass wir richtig fahren. Bin ja jetzt wieder hier rechts, links und dann rechts rum. Genau. Gut, also, ich hoffe, dass wir dann in dieser Folge quasi die Baumwolle fertig haben. Weil da bekommen wir dann wieder gutes Geld, hoffe ich. Ne? Müssen wir dann halt sehen, mit dem Investor dann nochmal telefonieren, bei dem Unternehmer dann nochmal telefonieren. Und dann denke ich mal, wenn wir dann mit Spulen durch sind, das ist ja dann auch dann, können wir natürlich die anderen Felder auch ernten. Und da wird es wieder, eine Menge an Arbeit sein. So. Gut, gucken wir gleich mal, was hier funktioniert. So, wie wir uns das denken. So, wie ich mir das denke. So, warte, warte, warte. Okay. Schalten wir das Ganze mal an. Okay, perfekt. Es düngt. Es düngt, meine Lieben. So, warte mal, wie war das mit GPS? Wartet, 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 wie war das mit? Okay, so jetzt. Ah, jetzt hat er es, oder was? Jetzt müsst ihr es haben. So, jetzt müsst ihr es haben. Wartet. Müssen wir noch mal gucken. So. Okay, jetzt ist an. So, und jetzt müsste das auch passen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, ne, schreibt da gerne nochmal in die Kommentare, ob das so passt. Okay, düngen tut er. Okay,
Ja gut, brauchen wir ohne Schlenken und alles? Das passt sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin ich zufrieden, bin ich zufrieden. Hier hinten liegt unser Ballen, das ist noch besser. Hoffentlich wächst das nach. Ne, ich muss ganz ehrlich sagen, hoffentlich wächst das nach. Das ist nämlich schöne Sache. So. So. Jetzt werden wir gucken. Boah, der nimmt uns ja. Warte mal. Ah, jetzt. Hier. Okay, wunderbar. Mal schauen. Na gut, passt. Das mit der Teilbreite, meine lieben Zuschauer. Da könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie sich das verhält. Ob man das nochmal einschalten kann oder nicht. Und das ist gerade so eine Sache, da wisst ich gerade nicht. Okay. Weil das Gute ist halt, ja. Wie kamen wir denn das in das Menü rein? Das ist halt so eine Sache, da wisst ich jetzt auch gerade nicht. Wie kam man in das Menü rein? Gute Frage, nächste Frage. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Mit GPS bin ich noch nicht so bewandert. Bin ich ganz offen und ehrlich. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. So. Dann nehmen wir jetzt, machen wir einfach an. Und dann fahren wir jetzt rein. Und ab geht die Luzi. Ja, perfekt. 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 So, da können wir nämlich gleich mal schauen, wie sehen unsere Felder aus. Stapst der auf meinem Feld rum? Was macht der auf meinem Feld? Was soll das? Ja, da kommt wieder, also da muss ich sagen, da kommt wieder irgendwas, ne? Der auf meinem Feld rumdapst. Der kleine Igor. So, na gut. Na gut, na gut. Lassen wir das mal so stehen. Ah, verdammt, das dauert halt auch noch. Ich hoffe so sehr, dass das beim Spulen, dann durch ist. So. So. Schauen. Okay, das passt. Wenn wir hier zwei Ballen, von Baumwolle rausbekommen, das wäre mega. Das wäre wirklich mega. Bin ich echt gespannt, ob das passt. Hm. Haben wir das fertig, dann müssen wir sehen. Gut, 140k, das ändert sich ja dann, wie gesagt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, sollten wir lieber auf Stoff gehen oder sollten wir lieber auf Kleidung gehen, quasi den Stoff vermarkten lassen. Müssen wir dann halt sehen, wie uns der Unternehmer das hochrechnen kann oder inwiefern wir dann das Ganze machen sollten. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn wir jetzt erstmal weiter, genau, wenn wir hier drauf gehen, wenn wir sagen, Stoff, ne, gut, bekommen wir auch schon einiges. So, bei Kleidung ist es halt so, ne, bekommen wir 1000 Liter, ne, muss man halt sagen. Ich glaube, wir sollten halt wirklich auf Stoff gehen. So. Ich glaube, das bringt uns am meisten, wenn wir da auf Stoff gehen, bringt uns das am meisten Geld. So.
Gut. Haben wir das gleich durchgedüngt hier? Sehr gut. So. Ich meine, so ist GPS echt nicht schlecht. Ganz ehrlich sagen. So. So, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber warum macht das denn so? Müssen wir weiter rüberfahren, dann müssen wir weiter rüberfahren. Gut, das ist jetzt nicht so toll, muss man sagen. Aber gut, da haben wir uns gerade ein bisschen verschätzt. Passt ganz gut. So. Jetzt passt doch super. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. Bin halt gespannt, ne? Das noch mal einballen wird oder nicht. Bin echt gespannt, Leute. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ob das ein Ballen wird oder ob das vielleicht sogar mehr werden. Meine Einballen haben wir oben schon liegen. Das war vor uns bei der Hälfte. Und von daher müssen wir schauen. Müssen wir halt echt schauen. Guten Tag. Hallo. Komm mal auf die rechte Seite. Bitte? Komm mal rechts rein und mach's nicht aus. Okay. Ja. Komm mal mit rum. Sieht uns nicht jeder. Uns muss ja nicht jeder sehen. Ja. Mal, was machst denn du hier? Wow. Da hat jemand, dein Traktor wurde gerade ein bisschen weggerammt. Nichts Neues. Ich hab den Wasserspiegel,
Wasserstand, meine ich, gemessen. An deinem Fass? Ja, ich habe da die Reifenabdrücke als Tiefe genommen, weil hier seltene Fische drin schwimmen und da muss ich halt Auge drauf haben als alter Tierschützer, ne? Ach so, ich suche auch immer noch die Trollolo-Kröte. Okay. Ernsthaft, willst du mich verarschen oder was? Oh, Entschuldigung. Ja gut, ich hab hier Wasser geklaut. Ja. Was machst du? Ja, krieg ich nix. Also, es ist ja unglaublich. Es ist ja echt unglaublich. Gut, pass auf. Ja? Ich verpfeif dich nicht. Okay. Aber... dann solltest du vielleicht unser Telefonat vergessen von letztens. Okay. Und das vielleicht auch den Menschen so klar machen, dass das wohl nicht so gewesen ist, wie du womöglich rausposaunt hast. Okay. Ist ein Deal. Dann habe ich hier nichts gesehen und da wird wirklich nichts kommen. Okay, bei wem muss ich wieder beim Landrat, ne? Ja, keine Ahnung, wem du es noch gesagt hast. Ich hab's eigentlich nur den Willi Ferser gesagt. Dann solltest du das womöglich bei dem klarstellen, dass du dich okay. Da geirrt hast. Ja, mach ich. So, und hier kommt nichts drüber. Okay. Und unser Deal, wenn du Hilfe brauchst, steht, sag Bescheid. Ja, alles klar. Gut. So. Gut. Mensch, Junge, dann fahr doch wenigstens drüben über mein Feld ran. Ja. Das sieht zumindest jeder. Ja, das war auch mein Plan, aber ich dachte, dann werde ich erst recht erwischt. Nee, du machst, wenn der ja, vom LU weg ist, dann fahr wenigstens hinten rum ran. Ja, okay, mach ich. Das sieht zumindest Mensch ins Kinder. Oder. Ach, oder fährst du unten ins Erholungsgebiet. Erholungsgebiet? Na, hier, wenn du runter zur 71 fährst. Hast du auch nochmal so ein Wasser putzen? Da kommt keine Sau hin. Jedenfalls nicht so oft. Ja. Ja, kein Problem, ich hab gern geholfen. Okay, dankeschön. Okay, ich muss weiter. Jo. Ciao. Tschüss. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass er das klarstellt. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wasserklauen. Menschenskinder. Immer denn. Also nee, kann ich, das geht ja auf keine Kuhhaut. Mensch. Ist aber auch ein Kunde. Es ist ein Kunde. Nee. Ich verstehe es manchmal nicht. Ach Mann. Es ist aber wirklich. Ah. Nee. Es ist ein Kunde, wirklich wahr. Aber gut, mein Gott, nee, ich verpfeife nicht. Ich verpfeife nicht, ne? So. Weil, nee. Das wäre. Mach mal nicht. Ist ein guter Kerl, wirklich. Ein guter Kerl durch und durch. Mach mal nicht, verpfeift man nicht. Und ihr verpfeift auch nicht, meine lieben Zuschauer. Ihr verpfeift auch nicht. Ja? So. Das klar ist. Ja? Willst du ja nicht, dass irgendjemand irgendwo verpfiffen wird. Findet lieber raus, was der Ferser vor uns auf meinem Acker zu suchen hatte. Ja? Das ist eher so eine Sache. So, gut. Wird mal hier rein. Ein Stückchen zurückrollen. Gucken wir mal. Ach, ich liebe ja unsere Hofeinfahrt. Die ist schon schön gemacht, ne? Oder? So, ich meine, klar, ein paar Unter... dieses kleine... dieses... wenn das der Ferser war, meine Lieben, dann sagt ihr mir Bescheid. So. Wartet. Gucken, ob es nochmal geht. Nee. Schade, geht nicht. Ah, da. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht.
Der war von hier. Der muss hierher gerannt sein. Mhm. Gut, wenn er das so will. Meine Lieben, YouTuberinus, ihr habt die helle Freude, bitte in der Folge zu gucken, ob er das war oder nicht, beziehungsweise wer das war. Und derjenige wird sich dann noch wünschen, es nicht gemacht zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend vielmehr. Ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.